Wir wissen aus den Befragungen schon vor der Wahl, aber auch nach der Wahl, dass die Bundespolitik einen sehr hohen Einfluss gehabt hat auf die Wahl und dass insbesondere die ungelösten Probleme, die wir zurzeit in Deutschland haben, diese Wahl stark beeinflusst haben. Sie wissen ja auch, dass sowohl die AfD als auch das BSW die bundespolitischen Themen in den Vordergrund gestellt haben. Und da haben sie auch ihren Wahlerfolg erzielt. Und dies Ganze nicht zulasten der CDU, sondern zulasten der SPD, der Grünen Partei und der AfD. Die Ampelkoalition in Berlin hat gestern ein totales Fiasko erlebt. Der heutige Bundeskanzler ist mit einem einstelligen Ergebnis in Thüringen und in Sachsen, so wie er sich heute Morgen geäußert hat, offensichtlich zufrieden. Glaubt dies Ganze auch noch als ein positives Ergebnis bewerten zu können. 7,3% in Sachsen und 6,1% in Thüringen. Das sind Wahlergebnisse, die der SPD eigentlich wirklich zur Kurskorrektur verhelfen müssten. Ich höre stattdessen, dass Sie meinen, jetzt Ihre Politik nur besser erklären zu müssen. Ich weiß nicht, was bei dieser Politik der Ampel noch erklärungsbedürftig ist. Die Ampel muss ihre Politik, insbesondere in der Zuwanderung, grundsätzlich korrigieren.